Und dementsprechend weiß Otto oder offenbar wusste Otto nicht, wer Anne Elsholz ist, die Stimme von Manni, seinem Dialogpartner aus dem Film. Ja, und das hat er in der Show dabei Stefan Raab auch so erzählt. Das finde ich unglaublich. Und deshalb haben wir gedacht, wir müssen unbedingt aufklären, wer ist Anne Elsholz. Den rufen wir jetzt an. Ich wähle mal. Also, die Frage, die ich mal habe, ist, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? So, Anne Elsholz, der Name, was bedeutet das denn? Mann, Ruhe jetzt. Hallo. Also, als ich mit Ihnen heute vor der Sendung kurz telefoniert hatte, haben Sie gesagt, bitte mal ein paar Fragen, die Sie nicht schon zum x-ten Mal beantworten. Was ist die Frage, die Sie überhaupt nicht mehr hören können? Wie geht synchronisieren? Also, das lassen wir. Nein. Auch, lieber uns, was ist denn, aber das ist lange her, Ihr Lieblingsgericht? Aha, sowas fragt man Sie? Was, gut, dass wir das nicht gefragt haben, aber was ist denn die Antwort? Die Antwort wäre, was ich sehr gern mag, sind dicke weiße Bohnen mit Salsiccia, Zwiebeln und ein wenig Kartoffeln drin. In deutschen Restaurants selten erreicht. Aber Sie können das selber machen? Das ist ganz einfach. Gut. Man muss frische Salsiccia kriegen. Oh, wo kriegt man sowas? Bei einem guten Italiener oder in Italien. Mal davon ausgehen, dass unsere Hörer noch nicht so genau wissen, wie sie dazu gekommen sind, die Rollen zu sprechen, die sie sprechen. Erzählen Sie uns doch mal ganz kurz von den Anfängen. Wie ging das bei Ihnen los? Da gab es mal einen Film, da waren noch jung und albern. Ich habe keinen Humor, ich erzähle aber gleich einen Witz. Juhu. Es war Bachelor Party, also sehr albern, sehr jung. Und ich machte Regie und habe mir das Ding vorher angesehen, Text geschrieben. Dachte ich, naja, den spreche ich selber. Okay. Ja. Ja. Nun sprechen Sie ja neben Tom Hanks auch Bill Murray und Manny, das Mammut aus Ice Age und so viele andere Stimmen noch. Ja, ewig. Und Kevin Klein, unbekannter Schauspieler. Naja. Der macht doch auch diese Unterwäsche, oder? Mich stört das eigentlich nicht. Wenn ich Sie da höre, wie Sie den ganzen Schauspielern Ihre Stimme geben, nun stört es mich aber, wenn plötzlich ein Schauspieler, dem Sie lange Zeit die Stimme geliehen haben, dass da plötzlich ein anderer Synchronsprecher plötzlich die Stimme hat. Das ist selten passiert. Es gibt kaum noch welche. Es gibt kaum noch welche. Sterben die Synchronsprecher aus? Nee. Aber die Großen. Ah. Es gibt keine Großen mehr. Das liegt an Fernsehserien. Heute ist doch jeder ein Star. Einmal in gute Zeiten, schlechte Zeiten aufgetreten, hat Husten, steht nächsten Tag in der Bild-Zeitung, TV-Star, Jörg Wuffelmann hat Husten, TV-Star. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist viel erfreulicher. Aktueller Kinofilm, in dem Sie dabei sind, das ist ja Ice Age 2, The Meltdown. Wie geht's denn da weiter in diesem zweiten Teil? Das interessiert uns ja schon. Das darf ich nicht erzählen. Oh. Soll ich sagen? So ein bisschen ich darf vielleicht. Nicht. Okay. Ich tue es. Er verliebt sich in eine Mammutöse namens Ellie. Also, ihr glaubt, sie ist die richtige Frau für mich? Oh ja, sie ist schwer lustig und du bist schwer fällig. Sie vervollständigt dich. Sid und der verknallte Manni. Ist es für Sie denn was anderes, jetzt mal so ein Mammut zu sprechen, als zum Beispiel Tom Hanks? Da kann man sich ja schwierig drauf vorbereiten. Also so einen Mammut in Natur zu beobachten, ist ja schwierig. Ich bereite mich monatelang auf Manni vor. Monatelang. Nein, es ist völlig anders. Manni ist sehr cool. Als die Amis auf die Idee kamen, ich soll Manni sprechen, dachte ich, was sie mochten und jeder mag. Ich bin relativ cool und lässig. Mhm. Wie gesagt, kein Humor, aber auch witzig. Jetzt hören wir sie nochmal kurz in Ice Age. Was an mir ist attraktiv? Hä? Was? Ich weiß nicht. Da wäre vielleicht dein Hintern? Was ist damit? Er ist groß. Oh, das sagst du doch nur so. Nein, das meine ich ernst. Er ist gigantisch, der gewaltigste Hintern, den ich je gesehen habe. Oh, das ist wirklich süß. Also Ellie freut sich über ihren dicken Hintern. Mit dabei ist ja auch wieder Otto Walkes, ne? Da spricht er den Sid. Und der hat, ich glaube bei Stefan Raab war das, sie neulich als Andreas Elsholz verkauft. Das ist ja GZSZ-Typ. Und da habe ich mich gefragt, als ich das gesehen habe, stand der überhaupt mit Ihnen im Studio? Nein. Also der Otto Andreas? Jetzt. Nee, der Otto.
Weil er gesagt hat, dass Sie Andreas heißen würden. Deswegen habe ich mich gefragt, standen Sie dann nebeneinander? Oder? Darf er ja. Nein, der wusste gar nicht, worum es geht. Wir haben uns nie gesehen und ich gestehe ihm das zu, er ist jung und belastbar. Ich fand ihn früher sehr komisch. Ja, okay, Punkt. Wie sieht's denn aus, also diese, das sind Sie sicher auch schon mal gefragt worden, aber diese Stars, die Sie synchronisieren, haben Sie die schon mal in echt getroffen auch eigentlich? Bestimmt, ne? Frage, ja, Tom Hanks, ja. Die anderen sind immer gerade irgendwie auf den Malediven, wenn ich nicht auf den Malediven bin. Was ein Ärger. Ja, also. Und Tom Hanks, ist das ein netter Typ? Irre nett. Nein, ich habe ja viel Regie bei Filmen, die er gemacht hat. Also alle Indiana Jones, E.T. und. Also irgendwie. Irgendeiner wird mich schon kennen. Das hätte ich jetzt auch gefragt. Also Ihr eigentlicher Beruf ist ja Schauspieler. Und das heißt immer, kein Schauspieler macht den Job, um unbekannt zu bleiben. Ist das denn nun hauptsächlich... Ja, sind Sie jetzt hauptsächlich mit der Stimme super bekannt? Das wissen wir ja. Wenn Sie in der Stadt unterwegs sind und man Sie da trifft und nicht gleich sagt, ah, das ist der so und so. Ist das manchmal ein bisschen ärgerlich oder sagen Sie auch das eigentlich ganz angenehm? Nee. Moment. Das darf ich erklären. Ich will nicht optisch erkannt werden. Aha. Das ist die Hölle. Also kürzlich, türkisch, Taxifahrer, München, macht eine Vollbremsung, wir ratschen so, macht eine Vollbremsung und sagt, beinahe gegen Baum gefahren. Du, Tom Hanks. Da habe ich gar nichts dagegen. Das ist nett, höflich, immer. Ach, ich kenne doch ihre Stimme. Damen meistens, Nicole, sie haben mich nie erkennen können. Hallo. Nicole, sag mal, du sollst was sagen. Ach so, ich soll was sagen, ja. Hallo. Ja, Sie sollten sagen, die Stimme ist betörend. Ich bin enttäuscht. Aber das war ja gar nicht so gemeint. Vielleicht, hallo, ja, ich bin vollkommen hingerissen. Von der blond, Deutschen. Blond, brunett, schwarz. Blond. Und wie? 1,75? Ein Traum in Blond. Ja, wenn wir ehrlich sind, wir überreden Sie schon seit Folgen für uns zu strippen in der Sendung. Das will sie aber nicht, aber trotz Radio. Nein, aber Sie wären wahrscheinlich zu alt für mich. 25? Naja. Knapp daneben. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht Filme synchronisieren, so in Ihrer Freizeit? Ich trinke wahnsinnig gern Wein. Ja. Okay. Bevor das Ganze hier außer Kontrolle gerät, Sie wollten, also diese Sache mit Nicole, ne? Sie wollten noch eben einen Witz erzählen. Mögen Sie das tun? Ja, den erzähle ich. Also, Australien, 50 Grad Hitze, Wüste. Ein Känguru hoppelt über dieselbe, also die Wüste, bleibt stehen und plötzlich schlüpft ein Pinguin aus der Bauchfalte, guckt sich kurz um und sagt, scheiß Schüleraustausch. Wunderbar. Wir bedanken uns auch recht herzlich, dass Sie mitgemacht haben bei unserer Sendung. Ja, es war mir eine Freude, dabei gewesen sein zu dürfen. Und wir hören Sie alle im Kino in Ice Age 2 und... Gefreut. Uns auch. Nicole, sag nochmal Tschüss. Tschüss. Radio Brand. Ja, netter Kerl, Arne Elsholz, aber Raimund kann sich immer noch nicht halten.